Da steht er, der ganz neue Puma ST-Line, fünftürig mit dem berühmten 1 Liter EcoBoost Motor, hier in der Ausführung mit 125 PS, 6-Gang Schaltgetriebe. Ja, ein richtig ausgewachsenes Auto, aber nicht in irgendeiner Ausstattung, sondern tatsächlich in der ST-Line Ausstattung. Hier ist Philipp. Guten Morgen, Philipp. Grüß dich, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, das ist eine tolle Farbe. Man kennt sie von Audi so ein kleines bisschen. Da wurde Grau ja eingeführt, ist schon etliche Jahre her, aber die Leute lieben es, oder? Ja, also es ist mal was absolut anderes. Ne? Nicht das, was man jeden Tag sieht, sondern ein absoluter Hingucker. Ja, Hingucker, normalerweise sind die Autos ja weiß, sie sind grau, sie sind silber. Aber jetzt, ich sag mal, in der Farbe, was sagen denn die Leute zu der Farbe? Ja, also die Meinungen sind gespalten. Das ist so ein bisschen so ein Ganz-oder-gar-nicht-Ding. Entweder es gefällt einem nicht, wenn es einem aber gefällt, dann hat es den absoluten Wow-Effekt. Dann liebt man es von vorne bis hinten. Ja, Thema Wiederverkauf. Die Ford-Fahrzeuge sind unglaublich gesucht, also gerade im kleinen Segment. Das ist jetzt ein kurzes Auto, das heißt optimal für die Stadt. Genau, also wir haben jetzt endlich auch mit wirklich kompakten, bequemen Maßen dieses erhöhte Einsteigen, dieses Bequeme. Und da das so gesucht ist, macht sich das für den Wiederverkauf auch immer wieder erfolgreich. Ja, der ist schön ausgestattet. Fangen wir mal an bei den Leichtmetallfelgen, die drauf sind. Die sind schick, oder? Die sind schick. Dieses Zweifarbig-Design, hinten schwarz, vorne nochmal silber abgesetzt, das ist der Trend. ST-Line, für was steht das? ST-Line haben wir bei vielen Ford-Modellen als die sportliche Linie für alle, die es betont sportlich möchten. Ja, fangen wir mal vorne an. Der hat ja so mit dem alten Puma nichts mehr zu tun. Das heißt, man hat so ein bisschen das Gefühl, die haben einfach mal so in die Namenskiste gegriffen und haben sich mal so einen Namen geholt aus der Vergangenheit. Denn das ist ja jetzt ein richtiger SUV. Der Puma, so wie ich ihn kannte, das war ja eher so ein tiefer gelegter Fiesta, so ein kleines bisschen, so ein Sportwagen für junge Leute. Das stimmt. Also auch heute basiert er auf dem Ford Fiesta, hat aber eigentlich nur noch kleine Anleihen zum damaligen Puma. Etwa die Scheinwerfer, die ein wenig runder und ein wenig weiter oben angesetzt sind. Ja, toll sind die Verbrauchswerte. Der hat A, das heißt, wir haben jetzt hier ein 6-Gang Schaltgetriebe mit drin. Der Motor ist wirklich phänomenal, also er ist beliebt von Ford und er hat schon mehrere Preise gewonnen. EcoBoost bedeutet hier kombiniert 4,3 Liter Spritverbrauch. Das ist ein Benziner, kein Diesel. Richtig, also das ist unser Goldstück. Der 1 Liter EcoBoost räumt immer wieder die Auszeichnungen ab und in dem Fahrzeug ist er jetzt auch unterstützt durch einen Mildhybriden. Das bedeutet, da ist noch ein Elektromotor mit im Spiel? Richtig, das ist ein kleiner Elektromotor, der den Benziner nochmals unterstützt, noch effizienter arbeiten zu können. Ja, schön ist der hohe Einstieg. Wenn du mir mal verrätst, Philipp, heute, wie groß du bist? Ich bin 1,80 groß. 1,80, ja. Steig mal kurz ein hinten, denn er hat so viel Platz, dass eine ganze Familie dort einsteigen könnte. Isofix auf beiden Sitzen hinten? Isofix links, rechts, serienmäßig. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mal die Hand mal über deinen Kopf fährst, dass man mal sieht, da ist noch richtig viel Platz, oder? Da sind gefühlte 4 cm, 5 cm noch frei. Okay, schön. Ja, steig nochmal aus kurz. Dann zeige ich mal gerade innen drin. Wir haben eine besondere Einrichtung innen. Wir haben so abgesetzte Nähte in Rot, sehr sportlich. Richtig, das ist wiederum ein ST-Line-Merkmal, die rote Ziernaht vom perforierten Lederlenkrad angefangen bis über die komplette Polsterung. Philipp, jetzt mal Hand aufs Herz. Auto steht hier für knapp über 28.000 Euro. Ihr verlangt jetzt 24. Warum? Angebot. Das ist unser Angebot, da wir jetzt dieses Jahr noch die 16% Mehrwertsteuer haben, zum davon profitieren für all unsere Ausstellungsstücke. Ja, wenn man das Ganze sieht, also habt ihr viel Stress mit dem Fahrzeug, irgendwie im Service oder so, dass der Motor irgendwelche Zickenmacken oder irgendwas macht oder das Getriebe oder da viel kaputt geht? Nee, kein bisschen. Wir haben das Fahrzeug jetzt seit Februar, haben damals auch ein Vorstellungsevent gemacht und es läuft wirklich erfolgreich. Die Kunden sind sehr glücklich damit. Ich selber fahre ihn zufälligerweise auch als mein aktuelles Fahrzeug. Super happy. Ja, wenn man so hinten drauf guckt, das hat ja wirklich nichts mehr mit dem zu tun. Das sieht ja schon fast aus so sportwagenmäßig, ja. Das heißt, wie so ein Golf GTI so ein bisschen von hinten. Das stimmt. Und die ST-Line nimmt insofern ja auch ein bisschen was schon vorweg, was das Styling angeht, was Ende dieses Jahres noch kommen wird. Nämlich der waschechte Ford Puma ST mit 200 PS. 200 PS, ja. Frontantrieb? Als Frontantrieb mit Recaro Sport Schalensitzen, ähnliche Zutaten wie auch das Erfolgsrezept Fiesta ST. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, hinten mal aufmachst, gerne, dass wir da mal reingucken. Denn der Kofferraum ist erstaunlich groß für elektrisch. Das ist die sensorgesteuerte Heckklappe, die funktioniert theoretisch auch einfach mit dem simplen Fußkick. Mach mal, ist jetzt schwierig, du brauchst einen Schlüssel dafür. Genau, er geht den mal kurz holen. Ich zeig mal in dem Moment, wo er das macht.
nämlich die Koffer, die da drin sind. Das habe ich ja jetzt nicht gewusst, dass du das Ding vollgepackt hast mit Koffern. Das ist aber mal ganz schön zu sehen, oder? Das ist ein Kofferset in dem Fall, was perfekt in den Ford Puma reinpasst und diesen kompletten Stauraum auch ausnutzt, den er bietet. Denn das ist enorm viel. Krass, das ist ja riesig. Das heißt, ich kann Urlaub fahren mit dem Ford Puma und mindestens mal zwei Personen, oder? Für die junge Familie oder vier Personen, vier Freunde ist das durchaus möglich. Elektrische Heckklappe, ja. Also die Leute werden jetzt wieder sagen, naja, wieder was kaputt gehen kann. Aber wer jemals eine hatte, der will nichts mehr anderes, oder? Das ist eins von so vielen Merkmalen, wo am Anfang eine gewisse Skepsis da sein kann. Eine simple Gewöhnung reicht schon aus. Zwei Monate das Fahrzeug besitzen und schon will man es nicht mehr hergeben. So, wir machen am besten mal rechts zu, denn ich glaube, man muss ein bisschen was vorbereiten, damit das Fahrzeug nämlich auch hinten elektrisch geöffnet wird. Denn es gibt was Besonderes, wenn man nämlich, glaube ich, hinten rantritt, gell? Genau, wir haben unter dem Stoßfänger den Sensor verbaut. Ich muss nur den Schlüssel bei mir haben und ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Wir gehen einmal ans Auto. Drehten darunter und schon macht er zu. Ja, bei den meisten Vorführungen dieser Art funktioniert es nicht. Aber das ist zuverlässig? Tatsächlich hat jeder Hersteller nicht diese 100%-Quote, was das Funktionieren angeht. Beim Puma aber ist sie meiner Erfahrung nach wirklich enorm hoch. Genau, wenn du mal so lieb bist, das nochmal machst. Ich bin ganz beeindruckt. Ach, wie süß. Geht auf. Stark. Das Coole ist, du hast dann beide Hände voll, wie zum Beispiel im Supermarkt. Willst du die Tür öffnen? Praktisch, oder? Genau. Wenn ich vom Getränkeeinkauf komme und ich habe die Kiste in der Hand, einmal die Geste mit dem Fuß und schon kann ich es einladen. Sag mal, Philipp, du bist ja jetzt hier im Verkauf tätig. Du könntest ja überall arbeiten als erfolgreicher Verkäufer für Automobile. Warum gerade Sorg? Ja, ich habe hier tatsächlich auch gelernt. Ich bin von Anfang an hier im Autohaus. Wir haben ein tolles Team. Viele nette, frische Leute. Macht einfach jeden Tag wieder Spaß. Okay, ist schön. Was ist so die Leidenschaft bei dir, Fahrzeuge zu verkaufen? Ist das so, dass die Leute dann sagen, hey, sie haben mir ein tolles Auto empfohlen? Oder ist das Thema im Prinzip mobile.de, die Leute suchen sich ein Auto aus, kommen vorbei? Ist das ganz anonym oder gibt noch die Beratung? Oder? Nein, also uns ist es besonders wichtig, nicht das Fahrzeug zu verkaufen, sondern ein Gesamtpaket. Es freut uns ungemein, wie viele positive Rückmeldungen wir von Kunden erhalten, sei es auf google.de oder auf mobile. Das macht uns glücklich, die zufriedene Kundschaft. Philipp, du musst die Koffer mal rausnehmen. Ich muss das mal zeigen. Denn wenn man sich so viel Mühe gibt ja, mit den Koffern, will man auch mal sehen, was drin ist. Das sind keine kleinen Koffer, oder? Nee, das sind... Wir müssen dann mal zählen, wie viele Koffer bitte, überhaupt. Mach mal bitte. Das Kofferset von Samsonite. Passend für den Puma. Preis von dem ungefähr? Im Kofferset? Ja, genau. Ungefähr 700 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Also genau angepasst, es passt genau rein, richtig cool, aber nicht nur einer, jetzt sind wir schon bei drei und der vierte Koffer geht raus, der fünfte, die Laptoptasche ein sechster, ein siebter, Philipp, er rollt und rollen tun sie auch, ist nichts passiert. So, kann man kurz hier vorne drin. Das heißt, der hat auch leicht draufrollen mit dabei. Ein sechster. Was ist noch drin? Noch ein letzter. Nee, ne? Wie krass ist das denn? Das ist Wahnsinn, oder? Ja, es ist nun mal genau angepasst, auch unten auf die Ford Megabox. Das filmen wir bestimmt gleich nochmal rein. Ja, das ist nämlich was ganz Besonderes. Aber ich will dir nicht vorwegnehmen, aber das Ding, da kann man richtig reinsteigen. Es ist stabil und es hat eine ganz tolle Besonderheit. Es ist sogar für nasse Dinge geeignet. Genau, also durch den Verzicht auf ein Reserverad habe ich hier unten wirklich nochmal Stauraum ohne Ende. Und das eignet sich besonders für dreckige Gegenstände, sei es die Wanderstiefel oder Fußballzubehör, je nachdem, was der Alltag mit sich bringt. Ja, ich könnte sogar jetzt in den Baumarkt fahren, mir eine Pflanze kaufen, die da reinstellen, das oben jetzt auflassen, denn man kann hier diese Klappe einfach so verriegeln, dass sie oben bleibt. Richtig. Ich kann meinen Kofferraum in drei, vier verschiedenen Stellungen nutzen und anpassen. Und unten bei der Megabox habe ich sogar einen Ablaufstöpsel. Wenn ich mal auswasche, wenn ich mal putze, zeig mal bitte. Kann ich einfach drehen, ablassen. Achso, und das läuft raus. Ach, das Loch unten ist der Boden. Genau, das ist perfekt zum Saubermachen. Krass, schön, gefällt mir. So, und das Zumachen hier vorne sehe ich, da ist so ein ganz kleiner Verschluss mit drin. Und damit kann ich dann die Klappe wieder nach unten bringen. Das war's. Ja, schön. Warte, ich zeig das nochmal. Der Philipp 1,80 Meter groß. Das sind alle Koffer.
Wenn du mal so lieb bist, die nochmal reinmachst, wenn du es nochmal hinkriegst, genau. Da muss ich jetzt natürlich die Reihenfolge beachten. So, die Reihenfolge beachten. Dass da alles an Ort und Stelle ist. Aber als ich eben gehört habe, 700 Euro plus Mehrwertsteuer, dachte ich mir, ganz schön viel. Aber als du denn den irgendwie 10. Koffer da rausgenommen hast und jeder weiß, die Dinger sind ja nicht billig und die sind genau aufeinander eingepasst. Okay, Nummer 1. 2. Das ist jetzt kein Trick, du kommst nicht vom Zirkus oder so? Nee. Nee. Muss man 2-3 Mal üben und dann hat man es wahrscheinlich auch einfach drin. Du hast es was Besonderes gemacht. Der Boden ist jetzt tiefer, gell? Richtig. Das war jetzt nochmal eine Stellung, die wir bisher noch nicht hatten. Ich habe die erhöhte Stellung, sehr bequem für den Alltag, da ich hier die Ladekante nicht mehr habe. Oder wenn ich einfach mehr Stauraum, mehr Platz brauche. Einmal so, mit einer Hand. Manchmal 2. Und schon habe ich es erweitert. Okay, bitteschön. So, der kam, glaube ich, ganz zum Schluss. Die gehen dann noch quer rein, die Großen. Das ist ja krass. Wobei der Große hätte wahrscheinlich auch noch gepasst. Das ging an der Seite. Ja, die Jungs bei Ford sind mit allen Wassern gewaschen, um den Platz auszunutzen. Und jetzt geht sogar noch, die Heckablage würde sogar noch zugehen, wenn hier rechts der Koffer noch ein bisschen tiefer wäre. Die würde sogar auch hochstehend zugehen, einfach weil wir jetzt die hängende Hutablage hier haben. Die ist dafür geeignet, dass sie sich auch dann auf Gegenstände auflegen kann, wenn sie mal eigentlich zu hoch geladen sind. Okay, zumachen haben wir gelernt. Einmal drunter mit dem Fuß. Das ist ein Radarsensor oder was ist da drunter? So was Ähnliches. Ein Sensor. Das ist letztendlich ein Bewegungssensor, der erkennt, ob ich dort meine Vor-Zurück-Geste durchführe. Prima. Wir gucken mal kurz uns vorne mal den Motor an. Wenn du mal so lieb bist, vorne mal aufmachst. Das ist das Lichtdesign übrigens. LED-Tagfahrlicht. Ist das Full LED, das ganze Auto? Das ist der vollständige LED-Scheinwerfer als Option. Gerade als ST-Line mit der schwarzen Einfassung wirkt das dann natürlich bombastisch, wenn hier die Signatur erleuchtet. Ja, schön auch hier vorne sieht man es. Hochglanz, der Kühlergrill. Also hier siehst du kein Chrom. Ich sag jetzt mal, das Schild vorne ist verchromt. Das darf es ja noch sein. Auch das könnte man dann zur Note wahrscheinlich auch noch schwarz kriegen aus dem Zubehör. Mach mal auf. Man sieht von dem Multibrid, von dem Elektromotor ja gar nichts. Ich glaube, der hängt im Getriebe irgendwie drin, oder? Wie funktioniert das? Die Batterie bzw. vielmehr der Akku ist unterhalb des Beifahrersitzes angebracht. Und der liefert letztendlich in den Fahrmomenten, wo der Benziner eigentlich nicht mehr so effizient arbeitet, beim Anfahren, bei Beschleunigungsmomenten, liefert er durch den Elektromotor zusätzliches Drehmoment. Und das schafft es tatsächlich, den Verbrauch um bis zu 20% zu senken. Ich zeige das gerade nochmal. Hier vorne ist die gute Liste, Informationen über den Kraftstoffverbrauch. So, das Gewicht 1280 Kilogramm, ein sehr leichtes Auto. Also wenn man sich auskennt, die meisten liegen ja so bei 1,4 Tonnen und so weiter. Und er liegt tatsächlich CO2-Effizienzklasse A und mit einem kombinierten Verbrauch von 4,3 Litern. Das heißt außerorts sogar 3,8 Liter. Das ist schon sensationell. Das heißt, da ist eine 3 davor. Kriegt man das denn hin im Alltag? Ja, das kriegt man hin. Wir haben auch schon viele Fahrtests durchgeführt, die hier bei uns an der Wand hängen, wo wir die Fahrzeuge auch wirklich getestet haben. Es ist natürlich immer eine Frage des Wollens. Ich selber fahre im Alltag nicht so. Ich bin gern spritziger unterwegs. Aber selbst da steht bei mir bei sportlicher Fahrweise eine 5 vorm Komma. Dein Alter? Ich bin 26. 26, ja, da darf man noch ein bisschen sportlicher fahren. Das ist so. Höchstgeschwindigkeit 250, nee. Nee, dafür müssten wir den ST dann abwarten. Okay, verstanden. Aber toll, der fährt schon gut, oder? Das heißt, der geht gut? Der fährt wirklich sehr angenehm. Mir und den meisten Kunden reichen auch hier diese ausgestellten 125 PS. Wer aber noch ein bisschen mehr Leistung möchte, für den gibt es 155 PS. Jetzt überleg mal, 125 PS bei 1,2 Tonnen, etwas mehr als das. Das ist schon krass, oder? Das heißt, du merkst das richtig mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe? Es ist tatsächlich auch so, dass der Mildhybrid nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch positiven Einfluss auf das Fahrvergnügen hat. Man spürt wirklich, wenn da zusätzliches Drehmoment nochmal beigesteuert wird. Mach nochmal zu, bitte. Da gucken wir mal das Auto uns nochmal von innen an, denn er hat einiges zu bieten. Das Fahrzeug ist nämlich sehr, sehr gut innen ausgestattet, ST-Line-mäßig. Ich steige mal kurz ein. So, und er hat schon direkt den Zubehörkatalog da reingelegt. Denn was wäre Ford, wenn es nicht für alles angepasstes Zubehör gäbe? Wenn du das mal kurz wegnimmst für mich, dann steige ich mal ein.
Ja, das hat ja so mit einer Einstiegsklasse ja nicht mehr viel zu tun, oder? Das ist wirklich schon teilweise Ausstattung, die man eigentlich aus dem höheren Segment gewohnt sind. Sei es jetzt hier das komplett digitale Cockpit. Ja, das ist nochmal kurz ausgegangen. Jetzt geht es gerade aus, weil wir hier in der Ausstellung sind. Genau, wenn du es nochmal kurz anmachst, sag mal so lieb. Zum Kuppeln Staben betätigen. Krass, das ist voll digital. Genau, und es passt sich auch an. Wir haben 5 verschiedene Fahrmodi beim Ford Puma. Je nachdem ändert sich auch die Darstellung vorne. Und jeder Fahrer kann sich auch verschiedene Anzeigen in der Mitte noch reinholen, die ihn unterstützen. Da bin ich beim Mild Hybrid natürlich Fan von dieser Hybrid-Anzeige hier. Ja, das heißt, Hybrid bedeutet, wir bekommen mehr Informationen. Das heißt, der rekuperiert natürlich auch die Leistung beim Bremsen? Genau, also die Bremsenergie wird durch die Rekuperation in die Batterie zurückgeführt. Und die Anzeige hier vorne, die zeigt eben dem Fahrer an, wann wird Energie geliefert, wann wird sie gespeichert. Ist natürlich blöd für die Werkstatt, oder? Das heißt, die Bremsen halten ewig. Man sollte ab und zu mal doch, ich sag mal, scharf bremsen, oder? Ja, also da kann ich jetzt wenig zu sagen. Wichtig ist, das Auto sollte gecheckt werden, wie Ford das möchte. Und da haben wir ein richtig tolles Serviceintervall. Denn wir müssen entweder erst nach 2 Jahren zur Inspektion oder für die Vielfahrer aber trotzdem erst nach 30.000 Kilometern. 2 Jahre 30.000. Ich habe ein Nutzfahrzeug, das geht bei 50.000 dann nochmal rein. Ja, das geht so langsam in die Richtung. Aber der Elektromotor nimmt natürlich auch viel weg. Ja, das heißt, die Kupplung wird weniger belastet. Die Bremsen, die werden so gut wie gar nicht belastet, wenn man energiesparend fährt. Wenn ich wirklich vorausschauend fahre, wenn ich es auf die Effizienz anlege, dann kann ich wirklich auch einfach am Verschleiß nochmal optimieren. Sag mal so, das Thema Puma muss man schon zeigen. Das heißt also, viele Ford-Kunden, die hier reinkommen, den Puma sehen, denken ja gar nicht, dass der so groß ist, oder? Der sieht ja viel kleiner aus von außen. Das stimmt. Also einerseits ist er ein bisschen kleiner, aber er hat auch diese wirklich wuchtige Optik, sodass wirklich viele Besucher unserer Ausstellung doch ein wenig staunen, wenn wir sagen, das Fahrzeug basiert auf dem Fiesta. Krass, oder? Ja, DRB Plus ist Serie jetzt ab Dezember. Hat der schon DRB Plus? Sollte. Gucken wir einfach mal. Wir gehen aufs Audiomenü, checken die Quellen. DAB ist mit am Start. Super, denn es gibt immer mehr DAB-Sender. Ja, das Verhalten, Audioverhalten hat sich ja bei den Leuten, die DAB haben, massiv geändert. Man hört nicht mehr so die typischen Sender, sondern man entdeckt jeden Tag neue, oder? Stimmt. Also man kennt nicht das Typische hier aus Hessen mit FFH, HR1, 2, 3, sondern man geht oben in seine Senderliste und da wird einem vorgeschlagen, was wird denn hier bei uns gerade gut empfangen. Ich merke schon, du fährst das Auto wirklich. Und da gibt es das ganz neue RTL-Radio sogar, habe ich gesehen. Hast du schon gewusst? In einem neuen Ensemble. Ich glaube, du musst einmal Suchlauf machen. Kann aber sein, dass hier drin, dass es nicht so gut geht. Aber das Coole ist, es gibt ein neues Ensemble, das heißt Antenne.de, siehst du es? Okay. Und da gibt es das RTL-Radio, ja. Siehst du? Und das ist das Hit-Radio direkt aus Berlin mit Arno und die Morning Show. So, wenn du nochmal kurz ausmachst, sonst kriegen wir direkt Probleme mit der GEMA. Das Coole ist, das Soundsystem ist richtig klasse. Das heißt, das ist jetzt nicht so wie das, was man kennt aus irgendwelchen Soundwettbewerben, aber es macht richtig Bums, oder? Genau, also wir haben beim Puma optional ein Soundsystem von Bang & Olufsen mit dabei. Mhm. 575 Watt und je nachdem, wie man sich es einstellt, da bin ich selbst natürlich so ein kleiner Bass-Freak, habe ich hier wirklich Sound der Extraklasse mit drin. Motorsound, es gibt noch keinen Soundgenerator hier drin, oder? Ist das schon drin? Nee, also unser EcoBoost-Motor ist von selbst aus ein wenig kerniger im Klang, aber super viele Kunden melden uns zurück. Während der Fahrt, was Fahrgeräusche angeht, ist das ein super, super angenehmes Auto. Sehr schön. Auch hier unten ist vieles beledert. Ich habe Ablagemöglichkeiten, habe sogar eine Armauflage, die ich nochmal öffnen kann. Mach mal auf, bitte. Das mal sehen. Die ist, ich sag mal, für so Kleinigkeiten, die man halt so braucht. Oh, die geht noch tiefer. Die geht noch tiefer und oben hier das kleine Einlagefach, das nehme ich für Münzen, für Parkchips, was schnell greifbar sein soll. Ja, USB-C ist am Start. Ich habe QI auf Wunsch. Das drahtlose Laden geht auch? Das induktive Laden, sofern das Handy das unterstützt. Ich habe meins jetzt leider nicht einstecken. Haben wir einfach hier vorne, sodass auch nichts verrutscht, nichts runterfällt. Das liegt hier drin und hier oben wird dann auch gemeldet, ob es erfolgreich lädt. So, dann komm mal raus. Ich zeige mal gerade hier die tollen Sitze nochmal en Detail. Die haben so eine Seitenführung mit drin. Richtig schön. Der ST-Line-Schriftzug an der Seite.
Ja, großes Thema ist ja Wiederverkauf. Wie rankt denn so ein Ford beim Wiederverkauf? Sind die gerne genommen so nach 2, 3, 4, 5 Jahren? Ja, also im Gebrauchtwagenverkauf machen sich gerade unsere SUVs, der Kuga, der ja schon seit zig Jahren Erfolgsmodell ist, wirklich sehr, sehr gut. Und wir gehen davon aus, dass der Puma es ihm am Ende gleich tun wird. So ist das, ja. Preis, naja, das ist ja jetzt so, wenn man an einen Fiesta denkt, dann denken ja viele noch an den 80er, 90er Jahren, der hat mal 8.000 Mark gekostet, jetzt sind wir bei über 20, aber das hier ist ja schon wirklich eine bestausgestattete Version. Wo geht's denn da los ungefähr? Also man muss dazu sagen, dass es hier natürlich ein Fahrzeug ist, was sowohl optisch als auch an der Ausstattung keine Wünsche übrig lässt. Wenn ich ein bisschen preisbewusster unterwegs sein möchte, kann ich beim Puma aber tatsächlich um die 20.000 beginnen. So, ich zeige mal gerade den Weißen hier, dass wir den sehen, mal eine etwas andere Farbe. Hier sieht man auch natürlich auch die Optik. Das Schwarz wirkt jetzt ganz anders hier drin. Ihr habt unglaublich viele Pumas auch auf Lager. Ja, also der Puma als Bestseller muss natürlich auch immer ab Lager verfügbar sein. Wir sehen hier die Unterschiede einerseits zwischen dem ST-Line und zwischen den Titanium- oder Cool & Collect-Linien. Das sind die beiden Weißen hier. Genau, ich zeige es mal ganz kurz, dass Sie dir auch nochmal die CO2-Daten hier mitbekommen. Das ist jetzt auch ein Multibrid. Das ist ein Cool & Connect, den gibt es wahlweise mit 125 PS als Mildhybrid, das ist er hier. Den gibt es aber zum Einstieg aber auch mit um die 100 PS. So, ich zeige es gerade nochmal, das ist der Puma Cool & Connect als Fünftürer. Das heißt, ihr habt das Auto neu bekommen, ihr seid sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Es gibt keine Kinderkrankheiten, er kommt gut an bei den Leuten. Es ist ein ganz neues Bild auf der Straße, muss man auch dazu sagen. Das heißt also, man fährt wirklich ein neues Auto, auch von der Optik her. Und ja, das Thema Wiederverkaufswert, ich glaube, Ford genießt auch einen sehr, sehr guten Namen. Das stimmt. Also wir sind stolz auf unsere Fahrzeuge, wir sind glücklich auf tolle Produkte, die wir verkaufen können. Da hat man wirklich jahrelang Freude mit. Ja, Leute kommen aus ganz Deutschland zu euch, ihr seid ein großer Ford-Partner. Wo liegt Fulda ungefähr, für Leute, die es nicht wissen? Ja, Fulda liegt tatsächlich einfach für fast jeden schön in der Mitte des Landes, in der Mitte von Hessen. So ist es ja. Die Firma Sorg gibt es schon sehr lange. Seit 1928. 1928, ja, hier sind wir. Philipp, sag nochmal komplett deinen Namen. Philipp Hölzer. Super. Aber stellvertretend für viele Leute, die Ford verkaufen. Ihr habt wie viele Leute ungefähr hier im Verkauf? Im Verkauf haben wir ein circa 15-köpfiges Team. 15? Wenn wir letztendlich dann unsere Büros und das ganze Backoffice, was nötig ist, mitzählen. Verkaufen selber haben wir für Sie zwischen Neu- und Gebrauchtwagen 8 Ansprechpartner. Ja, sehr schön. Ja, die Firma Sorg in Fulda. Wenn Sie Lust haben, der weiteste Weg lohnt sich. Jetzt haben Sie auch schon mal, ich sag mal, ein Gesicht zu dieser Firma, die ja ganz oft bei mobile.de und Co. zu sehen ist, ja, für günstige Ford-Angebote. Ich danke dir, Philipp. Erstes Video? Das erste Video mit dir. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.